Hallo meine Lieben, das heutige Video entsteht jetzt endlich, damit Kevin mich nicht irgendwann hier rausschmeißt. Ich habe nämlich auf unserer Loggia die ganzen aufgebraucht und plattgemacht Teile gesammelt. Und ihr müsst mir mal sagen, wie sehr ihr auf einer Skala von 1 bis 10 diese Videos mögt und ob es sich lohnt, den ganzen Müll immer aufzugeben. Ich bin schon davon abgewichen, jeden Joghurtbecher oder Creme Fraiche Becher oder so von diesen frischen Sachen die Verpackung zu behalten, weil das, ja, wird glaube ich einfach nur stinken, das gehört halt definitiv in den Müll. Aber ich finde das immer so cool, euch zu zeigen, was wir so gegessen haben oder benutzt haben, um euch dann halt auch zu sagen, Mensch, lohnt sich das, das mal auszutesten? Weil ich finde, gerade so im Food-Bereich gibt es so häufig so Sachen, die hat man dann irgendwie noch nicht gesehen. Und da ist so ein Video irgendwie nochmal hilfreich. Vielleicht ist es für euch aber ganz, ganz anders, dass er sagt es mir, ob es sich lohnt, dass ich diesen Müll weiter auf unserer Loggia ansammle. Ich bin auch am Überlegen, jetzt erstmal eine Pause zu machen, bis wir hier auch ein bisschen mehr Ordnung rein haben und zukünftig nochmal wieder eins zu machen. Jetzt muss dieser Müll auf jeden Fall erstmal weg, weil Kevin hat mich schon gefragt, immer, wann willst du das Video eigentlich endlich drin, weil es quillt hier langsam über und damit hat er vollkommen recht. Deshalb fangen wir direkt an mit einem Teil, was hier mehrfachst vertreten ist. Und zwar ist das unser Schokomüsli. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, ich glaube, hier sind auch noch mehr Kartons. 5 mal Schokomüsli. Vielleicht finden wir gleich noch was. Wir essen das jeden Morgen. Ich hatte keine Lust mehr auf die klassischen Haferflocken, wollte irgendwie was, wo ein bisschen noch was mit dabei ist. Und hier ist vor allem Zartbitterschokolade drin, auch ein bisschen Vollmilch. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht gleich ganz das mega ungesunde Frühstück, so wie so ein Knuspermüsli zum Beispiel, was wir hier auch einmal haben. Das haben wir allerdings auch nur hier, weil ich das für die Bowls gebrauche. Davon haben wir noch ganz, ganz viel übrig. Die habe ich in eine Dose gepackt. Deshalb ist der Karton an der Stelle leer. Ich mache ganz gerne mal so eine Bowl mit griechischem Joghurt, mit Chiasamen, die ich durchziehen lasse. Dazu kommt ein bisschen Müsli, ein bisschen Bananen, ein bisschen anderes Obst, ein Löffel Erdnussmus, ein Löffel Kokosmus. Dafür habe ich die sozusagen verwendet. Deshalb kaufen wir die ganz, ganz selten als Knuspermüsli, aber diese kaufen wir ganz, ganz viel. Und ich weiß nicht, ob ich noch, wie gesagt, einen anderen Karton finde, aber wenn ihr einen Lidl habt. Lidl hat das beste Schokomüsli, unserer Meinung nach. Wir haben auch schon die von Aldi und von Edeka probiert. Und man mag es kaum glauben, aber die schmecken leicht anders. Das von Lidl hat teilweise noch so ein bisschen dickere Schokoplättchen drin. Und das ist das, was dieses Schokomüsli so wahnsinnig lecker macht. Ich bleibe mal bei Pappkartons, die mir hier so gerade ins Gesicht lächeln sozusagen. Wir haben leer gemacht, beziehungsweise nur noch ein, zwei Reste im Tiefkühlfach. Eis. Wer isst im Sommer nicht gerne ein Eis? Und dadurch, dass wir jetzt einen traumhaft großen Kühlschrank mit einem traumhaft großen Tiefkühlfach haben, haben wir uns ein bisschen Eis auf Vorrat geholt. Und zwar essen wir wahnsinnig gerne Calippo Cola. Oder, und die liebe ich, die gibt es von Edeka. Ich glaube, die hier haben wir jetzt bei Lidl haben wir die hier gekauft. Bei Aldi gibt es bestimmt auch. Das sind immer diese Waffeleise sozusagen. Die sind wie Stracciatella-Eis, in der einen Seite dann mit Schokolade getippt mit, glaube ich, noch so ein paar Nüssen. Und dann ist die andere Seite aus einem Keks, aber halt nicht aus irgendeinem Keks, sondern aus so einem weichen Keks, wie die Maxibon-Eise. Die kenne ich von früher noch aus Spanien, da gab es die hier in Deutschland noch gar nicht. Und hier sind sie auch nicht überall zu bekommen. Und zwar finde ich es so toll, dass die Hausmarken auch ein Eis haben, was diese leckere, weiche, ich würde sagen, leicht karamellige Waffel. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist so lecker. Ich liebe dieses Eis. Und davon haben wir jeweils einen Karton leer gemacht. Dann haben wir leer gemacht. Klassischen Pfefferminztee. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Der Herbst kommt. Wir sind große Teetrinker. Pfefferminztee ist auch so ein Tee, den haben wir immer zu Hause. Ist jetzt nicht der Tee, den wir am meisten trinken, aber ab und zu mal so ein Pfefferminztee. Ein Tee, den ich nicht nachkaufen würde, ist hier von Tee Kalte Winterzeit. Das ist ein Früchtetee, der aromatisiert ist mit Spekulatius. Ich habe lieber Rooibos-Tee, der aromatisiert ist mit Marzipan oder so. Ich bin nicht der größte Früchtetee-Trinker. Deshalb kann ich mit so einem Früchtetee nichts anfangen. Das war, glaube ich, mal bei einem Geschenk dabei gewesen. Haben wir aufgebraucht, aber war auch mehr so, dass der weg muss. Und ich glaube, wir haben noch 2, 3 Beutel davon. Die müssen also auch noch weg. Dann haben wir aufgebrauchte Blutorangensaft. Ich liebe Direktsaft, also richtig 100% frisch gepressten Saft. Und es gibt die
die ja immer im Kühlregal in Orange und Blutorange. Und wir mögen beide Blutorange einfach wahnsinnig gerne. Und das ist auch eine super Überleitung zu einer anderen Zitrusfrucht. Und zwar Zitrone. Ich habe hier, warte, ich muss erstmal die ganzen Flaschen sammeln. Oh mein Gott. Ich muss mal herausfinden, wo wir hier Glasmüll wegbringen können. Ich habe hier zwei Plastikdosen von Solevita, die sind von Lidl, Zitronen. Zitrone steht drauf. Hier ist Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat drin. Deshalb haben wir die dann auch nicht wieder nachgekauft. Also folgendes, wer es noch nicht mitbekommen hat, aber ich glaube, jeder hier auf diesem Kanal hat es mitbekommen. Wir trinken ja jeden Morgen einen Zitronensaftshot. Und ich habe auch überlegt, dass wir eine Challenge im September machen. Jeder trinkt jeden Tag einen kleinen Shot Zitronensaft. Ich habe auch schon so ein Dokument gebastelt. Ich weiß noch nicht, wie ich so ein PDF hier in die Infobox verlinken kann, ob das irgendwie funktioniert, damit man sich das so abhaken kann. Habe ich so für 30 Tage so eine Zitrone als Bild dabei gemacht. Ich muss mal gucken, ob das was wird. Ich bezweifle es noch, vielleicht schieben wir es sonst in den Oktober. Keine Ahnung. Auf jeden Fall trinken wir jeden Morgen einen Zitronensaft-Shot. Und das fängt an mit diesen Zitronensaftkonzentraten von Solevita. Die sind aber nicht ganz so geil wie direkt gepresster Zitronensaft. Das ist natürlich noch deutlich besser. Also im Zweifel natürlich eine richtige Zitrone nehmen. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Da weiß ich nur, dass ich nicht zu allzu lange am Ball bleiben würde, weil das immer Aufwand bedeutet. Diese Flaschen kann man perfekt kaufen. Diese hier ist von DM und die ist von Hitchcock. Hitchcock ist eine Marke, die gibt es gleich bei Rewe, Edeka und so weiter. Und da gibt es sogar nicht nur einen Zitronensaft, sondern auch Limettensaft. Kevin mochte den Limettensaft auch total gerne, deshalb werden wir da auch nochmal ein, zwei Flaschen nachkaufen. Ich war tatsächlich mehr so für den Zitronensaft. Und mir hat auch der Zitronensaft von DM, würde ich behaupten, ein kleines bisschen besser geschmeckt. Vielleicht ist das aber auch pure Einbildung, weil wir die Hitchcock-Flaschen nur einmal hatten und die anderen regelmäßiger hatten. Es ist, glaube ich, gleich viel drin, jeweils genau 200 Milliliter. DM, die Flasche kostet 1,25, ich glaube Hitchcock kostet 1,39, also ist DM auch ein bisschen günstiger. Und hier haben wir ja, vier von den DM-Flaschen, Vorsicht, aufgebraucht, zwei von den Hitchcock-Flaschen und wie gesagt, die hier halt auch von Lidl. Damit fing das Ganze so ein bisschen an, wir hatten das glaube ich für einen Kuchen oder so gekauft zum Säuern, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwofür brauchten wir Zitronensaft oder für irgendein Kochgericht. Und dann bin ich aber darauf gekommen, dass ich gerne die mit 100% Direktsaft haben möchte und nicht dieses Konzentrat. Finde ich deutlich leckerer und wahrscheinlich auch gesünder. Hm. Hier fliegt ja echt alles durch die Gegend. Ja, den Becher habe ich glaube ich nur einmal hier, auch wenn ich ihn wirklich mehrfach leer gemacht habe. Die Proteinpuddinge. Ihr kennt sie schon aus jedem anderen aufgebraucht und platt gemacht Video. Ich liebe die in der Geschmacksrichtung Karamell von Ehrmann in dieser Variante. Es gibt ja auch noch die Mousse, die finde ich auch total lecker. Und ich liebe, ich glaube, es ist von Dr. Oetker, den Protein-Schokopudding. Das sind so größere Becher. Da mag ich zum Beispiel Schoko total gerne. Und was ich ansonsten auch sehr, sehr gerne esse, ist Magerquark. Esse ich auch so ein-, zweimal die Woche. Hole ich mir mal diese 500 Gramm Becher, das verteile ich auf zwei Tage in der Regel, mische da ein bisschen Wasser drunter und ein paar von den Jim Cream Vanilletropfen. Das schmeckt so lecker, ist mega gesund, weil es super, eine super tolle Proteinquelle ist, ohne große Fette, ohne viel Kohlenhydrate. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen natürlicher und gesünder als der hier. Aber falls ihr für zwischendurch einen Snack braucht mit einer guten Proteinquelle, sind die Ehrmann Becher oder halt auch von Dr. Oetker dieser Proteinschokopudding eine sehr gute Wahl. Sagte sie, während sie die Tortilla-Chips-Tüte in der Hand schwenkte. Chio Tortilla Nacho Cheese. Ich glaube, die waren drin im Abschiedsgeschenk für Kevin, was er von seiner alten Arbeit bekommen hat. Da hat er so ein riesen Paket bekommen. Vielleicht finden wir da auch gleich noch ein paar andere Sachen von. Unter anderem waren diese Chio Tortilla Chips da drin. Ja, die hatten zum Beispiel auch noch Pringles Barbecue und Pringles. Ich denke gerade, die ist da was drin, aber das sind nur die Reste von den Pistaziennüssen. Sour Cream. Die waren in diesem Abschiedsgeschenk unter anderem drin. Pringles kaufen wir immer mal gerne nach. Wir haben die jetzt nicht regelmäßig. Da ist natürlich auch was Ungesundes, aber wenn man jetzt irgendwie sich einen schönen Abend zu zweit macht und so ein bisschen was snacken will oder Freunde zu Besuch hat,
dann sind die eine sehr gute Wahl, genauso wie die Chakalaka-Chips von Chips Frisch sind. Die, glaube ich, mag ich auch total gerne. Die Tortilla-Chips von Chio Nacho Cheese würden wir nicht wieder kaufen, weil wir einfach große Fans von den billigen Aldi-Nacho-Chips im Käse sind. Die sind so richtig schön dünn, haben eine leckere Käsenote, die dann aber tatsächlich nicht mit dem billigen Käse-Dip, sondern mit dem Chio-Dip, also da kreuzt mir dann sozusagen wieder. Aber deshalb, die waren okay, aber die von Aldi sind deutlich besser. Probiert die mal aus. Ein paar Tüten Nüsse kann ich hier auf den ersten Blick auffinden. Wir haben hier drei Tüten Walnüsse und drei Tüten Cashewnüsse. Die sehen auch alle aus, als hätten wir sie bei Lidl gekauft. Genau. Wir haben momentan immer Nüsse da. Nüsse sind ja eine sehr gute Proteinquelle und eine Quelle für sehr gute Fette. Und Fette braucht der Körper ja, allerdings die ungesättigten Fettsäuren. Und man darf auch nicht zu viel davon essen. Deshalb, Kevin kriegt jeden Morgen in so einer kleinen Tupperdose so eine Handvoll Walnüsse mit. Ich bin mehr so der Cashew-Nussesser, wobei er in letzter Zeit auch immer mal meine Cashewkerne gegessen hat. Deshalb machen wir die momentan sehr regelmäßig leer, haben die immer auf Vorrat da, weil wir sie tatsächlich quasi fast jeden Tag essen und sie, ja, unsere Ernährung sehr gut ergänzen. Schokomüsli muss ich euch, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Aber Gnäckebrot. Kevin macht sich auf der Arbeit immer Brote mit Aufschnitt. Und was ich zu Hause mache, ist, ich habe ganz gerne Knäckebrot da, weil ich esse nicht jeden Tag Brot. Also ich esse im Grunde, esse ich total selten Brot. Und ich esse aber auch nicht jeden Tag irgendwie was Brotartiges. Sagt man das so? Auf jeden Fall. Was ich halt total gut finde, und das kenne ich auch zum Beispiel von meinen Großeltern noch, die haben halt immer Knäckebrot da gehabt. Knäckebrot hält sich, auch wenn es angebrochen ist, es wird nicht schlecht, total super unkompliziert. Und was ich in letzter Zeit für mich entdeckt habe, ist tatsächlich Knäckebrot mit, das ist jetzt allerdings nur der billige, Moment. Das hier ist jetzt nur der, ach gar nicht, ist er gar nicht. Milkana auf jeden Fall. Milkana Schmelzkäse. Ist mit Sicherheit auch so das absolut Ungesündeste, was man essen kann. Aber ich achte halt darauf, dass wenn ich jetzt so 2-3 Scheiben, meistens sind es 4 Scheiben Knäckebrot, also Roggenknäckebrot, das dünne von Base esse, mit Milkana oder auch Kokosmus. Oh, was esse ich noch gerne? Lachsschinken. Ich bin da eigentlich ziemlich unkompliziert, aber in letzter Zeit habe ich so die Kombination Knäckebrot mit Milkana Kräuterschmelzkäse für mich entdeckt. Finde ich einfach super lecker, ist wirklich ungesund, deshalb versuche ich dann an dem Tag noch so ein paar andere gesündere Sachen in meine Ernährung mit unterzubringen. Schmeckt mir total gut, solltet ihr mal ausprobieren, aber Vorsicht, nicht so viel davon, weil es sind nur Kohlenhydrate und schlechte Fette. Risotto haben wir leer gemacht. Ich koche ganz gern mit dem Thermomix das Curry-Möhren-Risotto. Lasst das immer über Nacht durchziehen oder mindestens einen halben Tag irgendwie durchziehen, weil dann wird es einfach perfekt. Ganz frisch schmeckt es natürlich auch, aber schmeckt am besten, wenn es durchgezogen ist. Deshalb haben wir Risotto immer da, weil das immer einfach und schnell gemacht ist. Dann haben wir hier auch so ein paar Beauty-Produkte. Unter anderem habe ich zum Beispiel leer gemacht mal wieder mein Micellenreinigungswasser von Garnier. Da habe ich immer dieses Waterproof, weil ich wasserfeste Wimperntusche benutze. Und irgendwas anderes kriegt das leider einfach nicht ab. Da bin ich mit dem Garnier-Zeug tatsächlich bisher am besten klargekommen. Dann haben wir leer gemacht von Budni endlich die April-Lauschen. Da bin ich total happy. Die würde ich jetzt auch erstmal nicht wieder nachkaufen, weil ich liebe ja die Hydra Boost Lotion. Hydra Boost Lotion von Neutrogena, die ist auch in so einer blauen Flasche. Die ist keine klassische After Sun, aber die hat auch so einen unglaublich feuchtigkeitsspendenden Effekt. Deshalb ist die wie eine After Sun, nur dass sie nicht so heißt. Aber nur weil sie draufsteht, heißt das ja nicht, dass es nicht drin ist. Und deshalb kaufen wir die nicht wieder nach. Ich würde immer die Neutrogena Hydro Boost immer als After Sun zukünftig nehmen, weil ich den Duft so wahnsinnig toll finde. Und wir haben leer gemacht, Kevin's Deo Nivea Men Protect and Care. Wirklich großer Tipp. Probiert mal, wenn ihr mit den klassischen Darmdeos nicht so gut zurechtkommt, probiert mal aus der Männerserie das aus. Protect and Care. Oder welches mir, glaube ich, gerade noch so ein bisschen besser gefällt, weil das hier hat immer so den meisten Film hinterlassen,
ist das Ocean Fresh. Das hat Calvin sonst bislang auch immer als Sprühdeo gehabt. Aber ich habe das Gefühl, dass der Deo-Roller tatsächlich etwas besser hält. Und vor allem merke ich bei mir tatsächlich, dass die Männer-Deos generell besser halten als die Frauen-Deos. Keine Ahnung, habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht? So. Dann haben wir noch mehr aus dem Beauty-Bereich. Und zwar ist mal wieder der gegangen, mein L'Oreal Hydra Genius Aloe Water Gel. Das müsste ich jetzt gleich nochmal wieder nachkaufen, weil ich glaube, ich bin auf der letzten Flasche unterwegs. Das gebe ich ja mal unter meinen Tagespflege. Dann kommt immer eine Augencreme. Hier habe ich jetzt leer gemacht von Kiehl's das Creamy Eye Treatment. Das ist das mit Avocado. Das hat mir, da muss ich jetzt differenzieren, vom Pflegefaktor hat mir das total gut gefallen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, das immer abends drauf zu machen und nicht morgens, weil ansonsten, wenn ihr das morgens drauf gebt, der Concealer schwimmt da drauf, eure Wimperntusche schmiert euch unten einfach längs, weil das eine sehr, sehr reichhaltige Creme ist. Dadurch hat sie einen sehr hohen Pflegefaktor. Und Avocado sieht man ja momentan sowieso sehr, sehr viel in Masken. Ich würde es nur deshalb nicht wieder kaufen, weil ich das irgendwie blöd fand, diese feste Konsistenz, die das erstmal hat, hier so rauszunehmen aus dem offenen Tiegel, hier aufzutragen. Was ist denn hier los? Und dann an der Stelle, sorry, irgendwie, ich glaube, das sind verschiedene Handwerker, die versuchen, mich hier zu erreichen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, ich finde, für die Abendpflege finde ich von Kiehl's die Midnight Recovery Eye Cream deutlich besser. Die ist einfach, die ist in der Tube, dadurch finde ich das vom Auftragen hier irgendwie einfacher. Man muss nicht mehr mit dem Finger in das Ding reingehen. Das finde ich ein bisschen hygienischer. Wobei ich bei der Augencreme für tagsüber von Origins zum Beispiel, gehe ich auch mal in den Tiegel rein. Die ist aber etwas flüssiger und dadurch kriegt man sie leichter raus. Und die hier ist ein bisschen dicker. Und die ist halt auch erst auf der Haut so geworden, also die ist erst etwas fester von der Konsistenz und durch die wärmende Haut wird sie dann flüssiger zum Verreiben. Ich fand die okay, ich fand die gut, aber mir gefällt einfach die Midnight Recovery Eye Cream von Kiehl's noch besser, deshalb kaufe ich die nicht nach, bin aber froh, dass ich sie mal getestet habe. Die Midnight Recovery Cream auch von Kiehl's, ist beides von Kiehl's, wird definitiv nachgekauft. Und was auch nachgekauft wird, da bin ich jetzt glaube ich auch auf der letzten Flasche, ist von Kiehl's mein Daily Reviving Concentrate. Das gebe ich ja immer, wenn ich das Hydra Genius von L'Oreal aufgetragen habe, drauf und danach meine Tagespflege. Ist immer super gegen die freien Radikale. Das, ja, ich glaube, ich bin auf der letzten Flasche. Ich glaube, ich müsste das nochmal wieder nachbestellen. Wir haben hier als nächstes Sambal Oleg. Sambal Oleg, fangen wir mit einem an. Sambal Oleg haben wir immer im Kühlschrank. Ich liebe das, wenn ich zum Beispiel Chili con Carne mache. Ich mache ja immer das in dieser orientalischen Variante mit dem Thermomix mit Kreuzkümmel und Curry drin. Und ich liebe das, dazu dann Creme Fraiche zu essen und ein Klecks Sambal Oleg. Mega, mega lecker. Ich habe jetzt allerdings ein anderes Glas nachgekauft, nämlich das von dieser Sorte, weil die hier halt wieder ganz viel Tomate drin. Und wir haben manchmal Besuch da von Freunden, die sind allergisch gegen Tomaten und die essen auch gerne Sambal Oleg. Und deshalb gucke ich jetzt immer, dass wenn ich Sambal Oleg kaufe, dass ich dann eins habe, wo kein Tomatenmark und ähnliches drin ist. Gibt es beim Asiaten auf jeden Fall ganz unkompliziert zu kaufen. Ich glaube, beim Asiaten gab es gar nichts mit Tomate. Die sagen sich auch, ja, das ist so eine deutsche Variante. Keine Ahnung. Die ist dafür aber auch ein kleines bisschen schärfer, weil halt hauptsächlich Chilis drin sind. Außerdem leer gemacht habe ich von La Vida Vegan weiße Kokoscreme. Die habe ich gekauft gehabt beim Edeka. Die würde ich nicht wieder nachkaufen, weil das ist eine Kokoscreme, wo auch ganz viel Zucker noch extra mit reingerührt. Das steht hier auch gleich als erste Zutat drin, was ja immer ein richtig schlechtes Zeichen ist. Da gefällt mir tatsächlich auch Kokosmousse, was ja reines Kokosmousse aus der Kokosnuss ist, deutlich besser. Das ist nicht so zuckersüß wie das und ich liebe süße Sachen. Also ich bin niemand, der sagt, da ist irgendwas zu süß. In der Regel nicht. Also da haben alle anderen schon vorher hier geschrieben, dass denen das zu süß ist. Da sage ich noch oft, ich liebe es. Aber das war selbst nicht zu süß. Deshalb würde ich das definitiv nicht nachkaufen. Wobei die Konsistenz ganz cool war, weil die so cremig war. Leer gemacht von The Spices, das Paprika-Kräuter-Dressing-Mix. Das werden wir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, weil wir momentan immer total gerne meinen Juwelensalat machen
Und statt so einem ungesunden French Dressing mixe ich immer so einen kleinen Becher Naturjoghurt mit so einem Dressing an und vermische das dann darunter. Das schmeckt uns mega gut. Die Gewürze von Just Spices sind ja auch ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker, richtig, richtig lecker. Und hier steht drauf, man soll es mit Wasser, Öl und Essig vermischen, aber man kann das halt auch super einfach in Joghurt reingeben und hat dann so ein Joghurt-Dressing da draus. Deshalb wird auf jeden Fall wieder nachgekauft. Wir hatten jetzt auch noch welche, das sind jetzt auf der letzten Tüte von Knorr oder so. Aber da sind ja auch immer Zucker und so irgendwelche Zusatzstoffe drin. Das ist hier nicht der Fall, außer halt natürlicher Zucker, der sowieso immer in Gewürzen sowieso schon auftaucht. Aber es ist kein extra Zucker drin, so wie in anderen Gewürzen. So, und ich habe hier noch einen Aufstrich. Philadelphia Jalapeno. Das ist auch ein Aufstrich, den ich mega, mega gerne mit Frischkäse, mit meinem Knäckebrot gegessen habe. Den habe ich auch total vergessen. Den wollte ich immer noch mal wieder nachkaufen. Oh, Jalapeno Philadelphia. Das muss ich gleich mal auf meinen Einkaufszettel schreiben. Guck mal, wenn man sowas irgendwie dann nicht mehr nachkauft, dann verliert man das manchmal aus dem Sinn. Obwohl mir das richtig gut geschmeckt hat, kaufe ich direkt gleich wieder nach. Etwas, was wir im Herbst und Winter ganz häufig kaufen, sind diese Schokoplättchen. Das sind diese dicken, flachen, runden. Die kaufen wir mal bei Edeka, da wo wir sie im Grunde bekommen. Leider kriegt man die irgendwie nicht überall. Manchmal kriegt man nur diese dünnen Stäbchen. Und die machen wir immer in unsere Chocolate Chip Muffins rein. Das sind die geilsten Schokoladenmuffins auf der ganzen Welt. Wir backen die immer so, dass sie noch ganz, ganz leicht flüssig von innen drin sind. Und wenn sie dann nämlich auskühlen, dann gart das Ganze noch so ein bisschen nach, aber es bleibt so leicht weich. Und das Verhältnis von Schokolade zu Teig ist quasi fast 1:1, wenn ihr mich fragt. Und dadurch ist das so mega schokoladig. Man kann da auch nie viel von essen, aber wir lieben, lieben, lieben die. Und die habe ich jetzt gekauft, als Kevin seinen Einstand auf der neuen Firma gegeben hat, um Chocolate Chip Muffins zu backen. Es ist außerdem auch leer gegangen, die Giotto, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte Anfang Juli. Ich liebe Giotto, oh mein Gott. Die haben so lange gehalten, weil ich erst an keine Tüte rangegangen bin, aber dann ist die Problematik, mache ich eine Stange auf, dann folgen die nächsten leider auch sehr, sehr schnell. Giotto ist irgendwie auch was total Feines und total Leckeres. Es ist irgendwie ja, etwas, was ich mir nicht selber kaufen würde, aber wenn ich es geschenkt bekomme, oh mein Gott, es ist einfach so wahnsinnig lecker. Was haben wir hier? Ach Gott, tütenweise Chips. Und zwar von Heimatgut, die Meersalz-Kartoffelchips. Hier haben wir 3 Tüten leer gemacht. Die gab es als Giveaway sozusagen. Haben wir irgendwo umsonst bekommen. Und die sind hauchdünn, diese Chips. Die haben so eine richtig leckere, leichte Salznote. Und die haben wir jetzt teilweise irgendwie jeden Tag nach Feierabend so eine Tüte erstmal weggehauen, wenn Kevin nach Hause gekommen ist. Natürlich mega ungesund. Da nützt es auch nichts, dass draufsteht, vegan und glutenfrei. Ist ja klar, es ist eine Kartoffel. Wo soll da irgendwas Fleischartiges herkommen oder was Glutenhaltiges? Finde ich auch immer geil, dass man auf Chips dann mit vegan und glutenfrei wird. Gut, ich meine, es könnte natürlich auch Öle verwendet werden, wo tierische Fette enthalten sind. Aber lasst euch auf jeden Fall nicht täuschen, nur bei Bio, vegan und glutenfrei draufsteht, heißt das nicht, dass das gesund ist. Im Gegenteil, die sind mega ungesund, aber sie sind super lecker. Auch da wieder, wenn ihr euch einen schönen Abend machen wollt oder nochmal irgendwie neue Chips ausprobieren wollt. Heimatgut kommt hier, glaube ich, auch aus Hamburg. Zumindest steht hier hinten eine Hamburger Adresse drauf. Total lecker. Und wenn ich hier lese, eine Tüte enthält 5 Portionen, dann muss ich mal machen. Das ist ja quasi eine Tüte, eine Portion für uns. Wir haben hier noch mehr aus dem Snackbereich. Pistazien, die waren auch in dem Paket drin, was Kevin zum Abschied von seinen Kollegen bekommen hat. Er mag die nicht so gerne. Ich mag ganz gerne mal Pistazien. Ist nur immer echt eine mühselige Aufgabe, die alle immer zu knacken. Aber nichtsdestotrotz lecker. Würde ich jetzt zuerst mal nicht nachkaufen, aber kaufen wir irgendwann auf jeden Fall nochmal wieder nach. So, was haben wir denn hier noch so alles? Knäckebrot hatten wir schon. Das hier, das hat nicht geschmeckt. Das, als wir im Asia-Supermarkt einkaufen waren, wo wir Sambal Oleg und so weiter bekommen haben, haben wir auch mal probiert, ein Aloe Vera Drink. Das ist Aloe Vera Wasser. Ist da noch was anderes drin?
Wasser, Aloe Vera, Fructose, also auch wieder so ein Zucker irgendwie. Das schmeckte echt komisch. Vor allem war daran komisch, das war nicht komplett flüssig, sondern da waren von der Aloe Vera Pflanze so leicht so diese Stückchen drin. Kalt hat das dann noch besser geschmeckt. Ich kann auch nicht richtig sagen, dass es eklig geschmeckt hat. Also es war okay. Ich glaube, uns hat die Konsistenz nicht ganz so zugesagt. Und auch der Geschmack war für uns jetzt nicht so überzeugend. Deshalb, wenn ihr neugierig seid, probiert sowas beim Asiaten mal aus. Aber wir würden es halt nicht nachkaufen, sind auch froh, dass wir es mal getestet haben. Wir haben noch auf jeden Fall hier gemacht grobes Meersalz. Das ist immer in unserer Salzmühle drin, weil ich liebe das immer nicht mit diesem klassischen Jodsalz zu salzen. Haben wir auch da, falls man da irgendwie mal größere Mengen so für Frikadellen oder so braucht. Aber ich mag eigentlich lieber die Mühle drehen. Und ich habe wieder leer gemacht Wattepads, die benutze ich ja immer dann in Verbindung mit meinem Micellenreinigungswasser, um die Wimperndusche abzunehmen. Und auch noch aus dem Beauty-Bereich ist jetzt quasi nicht mehr zu gebrauchen, die 4-in-1 Profi-Nagelfeile von Essence. Die kaufe ich auch seit Jahren immer wieder nach, die rubbelt sich natürlich über die Zeit dann irgendwann ab. Aber die ist einfach perfekt, weil die hat einerseits so eine gröbere Feile, eine, die dann ein bisschen weniger grob ist, aber trotzdem immer noch auch runterfeilt. Und zwei Seiten, um zu polieren sozusagen, so heißt es jedenfalls. Die sind richtig gut, die Nagelfeilen. Leer gemacht haben wir außerdem noch von Kania, das ist von Lidl, das Fleur de Sel. Das würde ich jetzt auch erstmal nicht nachkaufen, weil wir halt das Meersalz in der Mühle haben, was mir besser gefällt als dieses Meersalz, weil das hier war von der Konsistenz nicht so richtig Fleur de Sel, fand ich. Fleur de Sel würde ich definitiv wieder nachkaufen, aber nicht das von Lidl, das hat mir nicht so gut gefallen. Wir haben noch leer gemacht Beluga-Linsen, die koche ich ganz gerne immer mal, um sie auch im Salat runterzumixen, weil Linsen sind eine super Proteinquelle. Und wenn man jetzt Salat hat wie Gurke und Kidneybohnen, ja, wobei Kidneybohnen haben auch wieder viele Proteine, aber sonst hat man ja auch viel Gemüse immer drin, was sehr wasserhaltig ist oder wo es um die Vitamine geht. Und um eine Proteinquelle reinzubekommen, mit der man dann halt auch ein Sättigungsgefühl erreicht, sind Linsen sehr gut. Und Beluga-Linsen sind so ein bisschen fester von der Konsistenz, deshalb finde ich die zum Beispiel besser als jetzt eine rote Linse da dran. Proteine haben wir auch in unserem Super Premium Great Designer Whey Protein Powder in der Geschmacksrichtung Erdbeer. Das hat Kevin quasi mal angeschleppt und das ist jetzt schon die zweite oder dritte Packung, die wir zusammen gemeinsam leer gemacht haben. Wir haben jetzt noch ein ganz kleines bisschen in unserer Vorratsdose drin, müssen aber definitiv noch einmal nachkaufen. Das ist jedenfalls total lecker, hat wie gesagt eine hohe Proteinmenge, klassisch für ein Proteinpulver halt. Kriegt man auf jeden Fall auf Amazon. Etwas, was wir nicht nachkaufen würden, ist hier von Lidl, hatten wir mal ausprobiert, Drachenfruchtrot. Ich habe noch Drachenfruchtweiß im Kühlschrank. Der Geschmack hat uns überhaupt irgendwie gar nicht überzeugt. Ich hatte noch versucht, Kokosmus unterzumixen und es irgendwie ein bisschen überzutünchen. Man kann auch nicht sagen, dass es jetzt schlecht oder eklig wieder geschmeckt hat. Es geht einfach darum, es war jetzt irgendwie so... Okay, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich habe noch nie frische Drachenfrucht, glaube ich, gegessen. Vielleicht schmeckt die anders als diese tiefgefrorene, würde ich sogar fast so unterschreiben. Aber die hat uns nicht so gefallen. Ich fand das ganz cool, eigentlich um so eine Bowl zu machen, aber war am Ende nicht so genial. Noch mehr Beauty, das kleine Micellenreinigungswasser von Garnier, allerdings für normale und empfindliche Haut, nicht für waterproof. Das hatte ich letztes Jahr im Adventskalender, würde ich nicht nachkaufen, weil ich kann es eigentlich nicht benutzen. Ich habe es dann immer nur verwendet, um Make-up vom Gesicht runterzunehmen, aber ich brauche auf jeden Fall das waterproof. Das gibt es auch in so kleinen Reisegrößenflaschen und das würde ich mir tatsächlich selber eher kaufen, um halt, wie gesagt, mein wasserfestes Augen-Make-up abzunehmen. Das ist eine gute Überleitung zu der Wimperntusche, die ich jetzt nach einem halben Jahr tatsächlich jetzt endlich mal aussortiere. Das war eine kostenfreie Probe gewesen von Too Faced, die Better Than Sex Mascara in Waterproof. Und die ist so toll. Die hat ein ganz bauschiges Bürstchen, wie ihr hier sehen könnt. Und damit konnte ich immer so toll die Wimperntusche auftragen. Es wird immer nicht so viel aufgetragen, die Wimpern verklumpen dadurch nicht. Ich bin dann immer so dreimal oder so drüber gegangen. Ich finde diesen Mythos, ich gehe einmal rüber und das ist gleich alles drauf. Weiß nicht, vielleicht funktioniert es auch nur bei meinen Wimpern nicht. Aber das finde ich immer Quatsch.
Wichtig finde ich halt, dass wenn man mehrmals drüber geht, dass sie halt nicht verklumpen. Das hat man ja sonst bei ganz vielen anderen Mascaren. Aber ich habe festgestellt, die hier oder auch die von Essence, die Big Lashes Mascara, auch im Waterproof, die so ein dickes Bürstchen haben, mit denen komme ich am besten klar, damit die Wimpern einfach dünn bleiben, nicht verklumpen, aber halt so ein bisschen Volumen bekommen. Liebe ich, würde ich auch nachkaufen, wobei die von Essence ist mit 2 Euro etwas deutlich günstiger als die wahrscheinlich. Also darauf wette ich auf jeden Fall. Deshalb würde ich die jetzt erstmal nicht nachkaufen. Aber die ist auf jeden Fall mega, mega gut. Also wenn ihr einmal so ein bisschen teure Mascara ausprobieren wollt, die Too Faced Better Than Sex Mascara Waterproof, kann ich empfehlen, da ganz toll. Noch mehr Schokomüsli. Haferflocken haben wir vorher mal gegessen, haben jetzt auch lange nicht nachgekauft, weil wir immer bei dem Schokomüsli sind. Und dann habe ich hier noch 3 letzte Dinge. Unter anderem einmal Zahnpasta. Da haben wir leer gemacht die Blender Made Kräuterclean Zahnpasta. Das ist die Zahnpasta, die ich eigentlich immer da habe. Es sei denn, wir kriegen von irgendwo irgendwie auf einmal eine Zahnpasta mit und das ist dann eine andere Geschmacksrichtung. Aber ich finde, die Kräutervariante ist eigentlich meine Lieblingszahnpasta. Dann haben wir leer gemacht Sesamöl. Das benutze ich immer zum Kochen für das orientalische Chili. Ja, genau, für das orientalische Chili. Damit wird dann nämlich der Knoblauch und die Zwiebel daran angebraten. Total lecker. Das müssen dann auch immer geröstete Sesamkörner sein, aus denen das Öl gewonnen wurde. Und hier sind sie, die legendären. Ich habe es schon so oft erzählt, aber ich konnte noch nie eine leere Flasche zeigen, weil wir sie halt, die halten irgendwie einfach Ewigkeiten. Von Gym Queen die Tasty Drops in der Geschmacksrichtung Vanille. Die haben keine Kalorien, keinen Zucker, sind aber gesüßt. Ich weiß nicht, wodurch. Süßungsmittel Sucralose steht da drin. Und die haben halt keine Kalorien. Wo steht denn das jetzt hier? 5-10 Tropfen je Lebensmittelgetränk, Vanillearoma mit Süßungsmittel, Wasser, Vanillearoma. Ja, 30 Milliliter sind da drin. Die machen wir immer gerne, wie gesagt, in unseren Magerquark rein. Oder ich habe sie auch schon reingemacht in Kuchenteig anstelle von Dr. Oetker, diese Butter-Vanille-Tropfen oder wie die heißen. Die sind eine richtig, richtig tolle Ergänzung. So eine Flasche kostet 5 Euro, hält aber auch. Also wir haben. Ich habe eine, die ich persönlich jetzt seit 1,5 Jahren benutze, die immer noch nicht leer ist. Also das ist wirklich ja, eine gute Investition. Mal benutzt man sie eben fast täglich, dann benutzt man sie einmal die Woche. Das schwankt immer mal, aber deshalb ist es eine echt richtig gute Investition in diese Tropfen. Weil die einfach so wahnsinnig lange halten und einfach eine schöne Süße in die Sachen reingeben, wo man eine Süße haben will. Und das war's. Das kann jetzt alles in den Müll, da wird Kevin sich freuen. Ja, also, wie gesagt, ihr habt es in der Hand. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist euch dieses Video und dass ich meine Loggia mit Müll vollstelle für euch, damit ich euch dieses Video von Zeit zu Zeit zeigen kann? Ja, lasst mich das unbedingt wissen. Ich werde jetzt ja aufräumen und alles in Papier, Plastik und Glasmüll aufteilen. Mülltrennung ist auch ein wichtiger Part, deshalb. Ja, werde ich mich da jetzt anmachen. Ich hoffe, es geht euch gut und lasst mich mal wissen, was ihr sonst so Leckeres verspeist oder welche Food-Tipps ihr noch für mich habt, die ich nochmal ausprobieren soll. Und dann sehen wir uns bald wieder, ihr Lieben. Aber nicht in einem aufgebrauchten Platt gemacht Video, weil erstmal bleibt die Loggia jetzt, glaube ich, leer. Aber lasst es mich wissen, ob euch die Videos trotzdem in Zukunft wieder interessieren. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.